Yu-Gi-Oh! Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro und ich muss mich korrigieren, es heißt inzwischen The Dawn of a New Era und die Musik ist noch etwas laut. Ja, man kann zwar im Interface-Menü einstellen, dass die Musik an oder aus ist, aber man kann keine vorgefertigte Lautstärke einstellen. Und unser Gegner weigert sich, Steinschere oder Papier zu wählen. Tja, bis dahin kann ich schon mal sagen, dass unser heutiger Deck Pro Jonathan mit einem Dark World Deck ist. Mhm. Das lange Überlegen hat sich anscheinend ausgezahlt. Schauen wir mal, was passiert. Mhm. Die Starten ist schon mal so meh. Im ersten Zug wird mal nicht arg viel passieren, aber zwei Reckless immerhin, das ist gut. Nevermind, es wird was passieren. Mhm. Und zwar erstmal das hier. Dark World Dealings will ich mal nicht so einfach aktivieren, wenn ich nichts habe, was ich abwerfen will. Nee. Raid Raptor. Mhm. Mal sehen. Mhm. Sehr schön. Natürlich gleich beide. Nein, natürlich nicht. Den anderen ketten wir in der Endphase an. Ja, okay. Besteht die Möglichkeit, dass er auf den zweiten auch noch schießt. Stimmt. Oder er holt einen Sharp. Das kann auch sein. Ob hier es mit A und S auch funktioniert? Hm. Keine Ahnung. Wir werden sehen, da kommt wahrscheinlich erstmal ein, ja, Force Tricks. Mhm, Ich hab das Gefühl, du bist ein bisschen laut eingestellt bei mir. So, mal ein bisschen leiser gedreht. So, jetzt. Okay, das mit A funktioniert nicht. Dann machen wir es halt jetzt in Last Temper First. Bisschen doof, aber können wir jetzt auch nichts machen. Auf die verlieren wir immer nur eine Draw-Phase und nicht beide. Ja, geh mal auf Einstellung. Kurz. Ja? Kein Fragen zum Anketten ist aber aus. Hm. Okay, dann schauen wir mal, was so geht. Ich könnte jetzt Dark World Dealings aktivieren oder ich lege alles weg und ich lege alles hin und hole dann den Skarpin abziehen. Würde mich aber die Normalbeschwörung kosten, weil ich dann erstmal den Chance-Ärzten der Welt da holen müsste. Ich glaube, das kann man verkraften. Die machen das so. 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 So und. So, Breakdown. Du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera, Kollege. Streng genommen hat überhaupt keine Wahl. Mhm. Und wir können ihm jetzt halt gezielt das wegschießen, was wir gerne haben wollen. Sobald er sich dazu entscheidet, nichts anzuketten. Was liegt denn da? Keine Ahnung. Der hat schon bei Dingens hier so Ewigkeiten überlegt. Bei, Reckless. So. Zweimal Mimikry, ein Vanishing. Dann der Vanishing, ne? Ja. Oho! Jetzt wird's ja direkt cool. Mhm. Oh, Combo! Oh, gleich kommt die Combo, pass auf. Moment. So, ich schon die Verdeckte natürlich. Mhm. Okay, da kommt halt erst im nächsten Zug die Combo. Langweilig. Wieso? Hä? Wie viel Schaden haben wir denn jetzt? Gar nichts, weil das nicht im Kampf zerstört werden kann. Wir haben ja Regeki noch set. Also. Ja, die Idee wäre jetzt gewesen, dass ich jetzt mir Silver auf die Hand zurücknehme, um Graffa zu rufen und dann Silver mit dem Torserzwelterwäldler ablege, um Silver wieder zu rufen. Ja, genau, soweit war ich auch. Die Frage ist jetzt nur.
Ich habe keine normale Beschwörung mehr. Und also für einen Kill reicht das nicht. Das sind Ex. 2, 3 plus 2 sind 4, 3, 7, 3. Wir werden also 700. Nein, nevermind, wir haben es. Ja. Tore. Ich sag doch, lass mal erstmal durchrechnen. Und ach so, die Fallenkarte bitte nochmal durchlesen vorher. Du kannst diese Karte in deinem Friedhof verbannen, du hältst in diesem Zug keinen Schaden. Das meine ich doch. Ich wollte nachschauen, ob da diese Einschränkung war. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem Go for it, damit er das auch wirklich banishen muss. Erstens das und zweitens für die Combo verliere ich ja absolut nichts. Das ist ja eigentlich nur ein Lupen. Ja. Okay, doch, ich verliere Aigeki, aber ich habe noch Skill Drain. Eben. Ja, oder ich lege Snow ab, damit ich in dem Zug noch flexibler bin. Du kannst die Tore doch auch noch benutzen. Stimmt. So, und jetzt kannst du sogar noch... Ja, genau. Jetzt aktivieren wir das erstmal. Nee, wäre schlauer gewesen, mit den Toren jetzt Snow wegzulegen und dann mit mir Graffa rauszusuchen, den mit den Toren wegzulegen, um dann sein Viech durch den Effekt von Graffa zu crushen. Wäre schlauer gewesen. Geht das nicht nur einmal kurz zu? Ja, dann mit Tross als Unterwelter Graffa wegschmeißen statt Silva. Ja. Ja, wäre besser gewesen. Hätte ich Raigeki noch gehabt. Ja. Ich hatte jetzt nur auf den Kill kalkuliert weil ich dachte, dass diese Falle, wie alle diese Fallen, die man im Friedhof oder alle Zauberkarten, die man im Friedhof aktivieren kann, diese Einschränkung hat, dass es nicht in dem Zug geht, in dem man sie auf dem Feld aktiviert hat. Gilt ja sonst immer. Das war vielleicht ein Ticken früh. Achso, das war der Effekt, der in der Hand aktiviert wurde. Deswegen meine ich. Hat der trotzdem keinen Effekt? Nee, hat er nicht. Der hat keinen Effekt, Kumpel. Skilldrain ist eine sogenannte permanente... Okay, das geht. So, das geht ja trotzdem, oder? Ach nee, abwerfen ist die Bedingung. Okay, dann vergiss, was ich gesagt habe. Ist aber ehrlich gesagt auch wurscht. Wir haben ja die Tore. Richtig. Was kann der denn jetzt wieder auch? Was raussuchen? Ändert aber nichts daran, dass der Kollege jetzt stirbt. Und reingerannt wird. Ah ne, er stirbt nicht mal. 200 off. Weißt du was? Wir hätten sogar für den Kill sorgen können. Silver Norman. Das wäre Kill gewesen. Nein! Schön, sicher nichts. Wollte ich ja auch nicht. Doch Skill. Ich wollte doch nur gucken, was wir da alles haben. Keine Hektik. Ja, stimmt, Silver Norman dafür den Trotz der Welt zu opfern. Wie sagt man so schön? Geistreich ist das, was einem eine Sekunde zu spät einfällt. Was tippst du denn jetzt schon wieder? Ups, ich habe gerade eben schon was getippt, da hatte ich mich gemutet extra. Tja, dieses Danke. Mal aber nicht. So, don't show this again, dieses Mal denke ich dran. Bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Gut, einige Dark World Klassiker sind drin, also sprich dreimal Graffa, zweimal Traus als Unterwelter, dreimal Bro, dreimal Snow. Beige, muss man nicht spielen, kann man aber, ist absolut okay. Ich glaube, ich würde ihn nur einmal spielen, aber das ist ja Geschmackssache. Was ich spielen würde, wäre eine Thronerbin noch. Für Tourguide. Ja, die kann nämlich damit auch aus. Die synergiert damit nämlich auch und nicht nur Bro. Die synergiert damit sogar besser, weil sie halt ihren Effekt hat, wenn sie vom Feld auf den Friedhof kommt. Richtig. Ob man unbedingt ein Silver spielen muss, weiß ich nicht. Ich würde einfach zwei Gold spielen. Ja, weil ich meine. Guck mal doch mal die Effekte verglichen an. Also wenn man sie selber abwirft, kommen sie beide einfach nur so wieder. Und wenn sie durch den Effekt vom Gegner abgeworfen werden, sorgt dafür, dass Silva zwar
dass der Gegner zwei Karten von der Hand in beliebiger Reihenfolge aufs Deck zurücklegt. Gold. Kann man bis zu zwei Karten wählen, die er kontrolliert und dann zerstören. Das ist, was die Dominanz angeht, vom Feld her wesentlich besser, weil man sie selbst steuert und nicht der Gegner. Ich meine, klar, den Gegner Hand minus 2 gehen zu lassen, ist auch absolut devastating. Ja, klar, aber das Problem ist halt, dass er die Karten auswählt, die weggehen. Ja. Wenn die Karten random, dann sage ich gar nichts. Ja. Aber so ist in den meisten Fällen Gold halt besser, zumal man wieder dazu sagen muss, das ist der Fall, in dem der Gegner die Karte weglegt. Beide treten recht selten ein, wenn man nicht mit, wie heißt der eine? Dingenskirchen jedenfalls spielt. Dann Dragdown ist interessant für dich. Dragdown nur zweimal ist interessant. Ich glaube, ich würde es dreimal spielen, weil ich finde Dragdown besser als Dark World Dealings. Ansonsten ist das Zauber- und Fallen-Lineup aber eigentlich sehr gut geraten, würde ich mal sagen. Was man noch spielen könnte, wäre. Wie heißt die Karte? Crush Finstere. Card? Nein, nicht Crush Card. Gut, die theoretisch auch, aber obwohl, nee, da habe ich überhaupt keine Targets. Nee, Dreck, wie hieß die? Finsteres Abkommen, glaube ich, oder? Wie ist die Finsteres Abkommen? Welche meinst du jetzt? Ja, genau. Nee. Oder? Nein, doch nicht. Also ja, das ist schon die Karte, die du meinst, aber ich würde sie trotzdem nicht Nein. spielen. Nein, ich dachte, ich habe eine zufällige Karte. Ich dachte, die hätte im Effekt, dass man eine Karte seiner Wahl abwirft. Okay, Karte falsch im Kopf gehabt, dann vergiss, was ich gesagt habe. Ja, Warte. Exodeck ist ansonsten sehr gut geraten. Abkommen der Namensgleichheit. Ja, großartig. Die Karte hieß mal Liga der uniformen Nomenklatur. Großartig. Ja, zurück zum Ja. Deck. Extra Deck würde ich sagen, ist ganz gut. Verrückte Kiste, weil Skill Drain. Ich würde wahrscheinlich einen Rang 5er reinpacken. Weil ob jetzt zwei Ein Silver, Volcasaurier oder ob so. jetzt ein Gold und ein Silver oder zweimal ein Gold so und so, dass du zwei Rang 5er, zwei Level 5er, die ziemlich easy aufs Feld hopfen. Und dann Extra Deck ist auch interessant. Santa Claus wahrscheinlich gegen Ist Kliege, das du nehme extra ich Deck an. gesagt? Nein, ich habe Side Deck gesagt. Sicher? Ja, Santa Claus auf jeden Fall gegen Klee nehme ich an. Also gegen Tower, glaube ich zumindest. Jo. Weil anders halt im Lava Golem halt der Gegner nicht zwei Karten haben muss. Ja, Landseer, klar gegen Necrots. Flying Sea und Genau, Maxi. Flying Sea, BA, Maxi auch. Ja, dritter MRT, falls ich eine Hard Backrow Der Heavy dritte. spielt. Verbotene Lanze und dann genau eine. Wahrscheinlich auch wieder für das Satella Knight Matchup. Kann Ist man zwar machen, richtig, aber würde es ich. wirkt, aber die eine wirkt halt ein bisschen deplatziert. Ja, ich würde, glaube ich, einfach lieber drei Minecraft spielen, obwohl ich die Karte nicht so gut finde. Obwohl sie ist noch Necrots Hate und du hast zu wenig Necrots Hate sonst. Nur zwei Lands hier ist ein bisschen schwach gegen Und ein Necrots, dreimal das Light reicht Imprisoning nicht. ist natürlich Pflicht, wenn man ein reines Hindernis Deck spielt. Ja. Ja, so und so ist das Deck an sich eigentlich ziemlich gut geraten, deswegen kriegt das seine 12 Punkte. Klar, kleine Mäkel, wenn du die noch ausbesserst, dann. Ja. Dark World ist jetzt zwar kein Top-Meta-Thema, aber ist immer noch ziemlich gut nervig. Yep. Deswegen 12 Punkte hierfür. Wenn ihr uns eure Decks schicken wollt, dann guckt in die Videobeschreibung. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht zu bewerten. Ciao. Ich hab's nicht mehr, 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 ich hab's nicht mehr